Ich muss ein Geständnis machen. Ich bin jemand, der bei einem Controller am linken Joystick die X-Achse invertiert. Ja, damit herzlich willkommen zu Hippies Tech Lab, wo ich heute mal auf ein Thema eingehen möchte, wofür ich oft alienated werde. Und zwar, dass ich am linken Joystick die X-Achse invertiere. Und darüber möchte ich heute mal sprechen. Bevor wir mit dem Video anfangen, ganz kurz, ich hatte letzte Woche ein Video gemacht bezüglich so Q&A, was ihr haben möchtet an Themen etc. Ich verlinke euch das Video da oben irgendwo, ich kann es mir nicht merken, ich glaube hier oben. Schaut es euch gerne mal an, schreibt mir euer Feedback, eure Kommentare rein, dass wir das Thema auch mal haben, was für euch interessant ist, dass wir auf Custom-Themen eingehen. So, jetzt zum eigentlichen Thema, invertierte Steuerung. Ich bin jemand, wenn ich am Controller spiele, definitiv die X-Achse in den meisten Cases, sage ich mal, gerade was die Kamerasteuerung angeht, muss invertiert sein. Und das Ergebnis ist, wenn ich das nicht mache, ist relativ ernüchternd. Oh Gott. Ich dreh durch! Ich hasse diese Controller-Steuerung! Ich hasse das, wenn das nicht invertiert ist. Das ist so bescheuert! Ich möchte betonen, ich bin nicht zu blöd zum Schießen gerade. Das Problem ist nur, ich komme mit dieser Steuerung nicht klar. Alter, ihr wollt mich trollen, echt. Das ist doch nicht wahr. Microsoft, baut die Invertierung ein, sofort. Ich dreh durch. Aber warum ist das eigentlich so? Wo kommt das Ganze her? Nun, ich weiß es nicht. Bei jedem. Ich kann nur für mich immer sprechen. Ich weiß, es gibt einige Leute, die die X-Achse invertieren. Warum das Ganze so ist, liegt, glaube ich, an Super Mario 64, was ich als Kind, was zugegebenermaßen unfassbar lange her ist, sehr intensiv gespielt habe. Und wo kommt da das Mindset her oder der Gedanke? Weil für viele ist es so, na gut, ich will nach links schauen, ich drücke nach links, ich will nach rechts schauen, ich drücke nach rechts. Könnte man meinen, ist ja erstmal sinnig, dass das Gehirn so gesteuert ist. Bei mir funktioniert das aber überhaupt nicht, weil, und das ist der Punkt, Super Mario 64 war das anders auf dem N64, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr hattet Mario und ihr hattet Lakitu, der hinten dran auf so einer Wolke war, mit der Kamera und sich umgeguckt hat. Und jetzt war es aber nicht so, dass ich die Blickrichtung geändert habe. Also die Blickrichtung haben wir mit diesen C-Knöpfen geändert. Da konnte man C links und C rechts konnte man drücken. Und hat damit die Blickrichtung geändert. Aber das war invertiert, weil ich mit den C-Knöpfen nicht Mario die Kamera gesteuert habe, sondern damit hat man Lakitu hinten dran gesteuert. Und ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt. Das heißt, ich habe, wenn ich den linken C-Knopf gedrückt habe, habe ich Lakitu nach links bewegt. Und dadurch ändert sich aber die Blickwinkel nach rechts. So, und da kommt dieses Mindset her, weil man dann weiß, okay, ich will nach links gucken, das heißt, ich drücke nach rechts. Und wenn ich nach rechts schauen will, drücke ich nach links, eben invertiert das Ganze. Weil es auch total Sinn macht, weil gerade aus einer Third-Person-Ansicht ist immer mein Gedanke, mein Mindset dahinter. Ich schaue mich nicht selber um, ich sage, ich will nach links gucken, das heißt, ich drücke nicht nach links, sondern nach rechts, weil ich dann die Kamera, den Kameramann hinten dran justiere. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht dann. Und das war der riesige Unterschied, warum das so mega, mega einleuchtend war für mich. Und das hat sich aber auch immer so durchgezogen. Ich habe den ersten Halo-Teil damals gespielt und ich weiß, die hatten mich gefragt, fairerweise, ich habe es auf Französisch, glaube ich, gespielt, weil das in diesem Bundle damals auf Französisch dabei war, warum auch immer, hatten die Steuerung invertiert. Und dann hatte ich mich auch bei der Xbox ganz normal dran gewöhnt. Für mich ist dieses Mindset mittlerweile eigentlich immer, dass, wenn ich mich umschauen möchte, gerade in Third-Person-Titeln, ist es so, ich muss definitiv zu 100% die Kamera invertiert haben, sonst schaue ich mich immer falsch um. Es ist auch nur wirklich für die Kamerasteuerung und auch wirklich da nur für links und rechts. Für oben und unten, da ist es unterschiedlich, da gewöhne ich mich relativ schnell dran. Da ist es normalerweise, ich will nach oben gucken, ich schaue nach oben und ich will nach unten schauen, ich drücke nach unten. Glaube ich. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, das müsste passen, ja. Ich glaube, da ist die Achse nicht invertiert. So, jetzt ist das größte Problem aber, und da hatte ich wirklich versucht, Software zu finden, denn
Ich habe diesen tollen Elite Controller Series 2. Dafür gibt es eine Xbox-Zubehör-App auf Windows. Damit kann ich diesen kompletten Controller konfigurieren. Ich kann die Tasten hinten dran konfigurieren. Ich kann hier die Anschläge kann ich konfigurieren, softwareseitig. Ich kann hier, wie weit der Joy ist, wie das funktioniert und so weiter. Das kann ich alles konfigurieren. Ich kann auch die Y-Achsen konfigurieren. Ob sie invertiert sind oder nicht. Das Einzige, was ich nicht invertieren kann, ist die X-Achse. Keine Ahnung warum. Das ist das Einzige, was nicht funktioniert, was mich unfassbar stört, an der Software. Weil das müsste softwareseitig, müsste das bestimmt gehen, aber Microsoft macht es. Mein Ziel war eigentlich mit dem Video, in der ganzen Vorbereitungssession, dass ich eine Software finde, die es mir erlaubt, das Ganze umzudrehen. Und dafür brauche ich jetzt eure Hilfe, weil die Software, die ich gefunden habe, ich habe 4 Programme dafür gefunden. Jede einzelne Software davon war entweder Trojaner, Malware oder virenverseucht. Darum werde ich die nicht verlinken, darum werde ich die nicht besprechen. Aber das ist einfach so mal so ein Punkt raus. Wenn ihr eine Software habt, die dafür geeignet ist, packt sie auch gerne mal in die Kommentare. Stellt sicher, dass die virenfrei ist. virustotal.de oder .com kann man sowas hochladen, kann das mal testen von verschiedenen Scannern. Das wäre schön. Also es reicht auch nur der Name. Ich würde es dann selber mal googeln, da kann man dann voll auf Video draus machen. Wäre vielleicht ganz spannend. Aber ja, ich gebe zu, ich bin jemand, der die X-Achse invertiert. Und damit auch 100% klarkommt. Ich habe eher immer das Problem, dass ich in Spielen nicht klarkomme, wo ich es nicht invertieren kann. Wenn das Spiel nicht die Möglichkeit gibt, die X-Achse zu invertieren, ich habe ein unfassbares Problem. Bayonetta 2 war super, da konnte man das machen, das war perfekt. Bayonetta 1 hatte ich das gleiche Problem zum Beispiel. Das heißt, da konnte ich die Achse nicht invertieren und ich habe mich so angestellt, weil ich jedes Mal in die falsche Richtung gedrückt habe. Und auch bei Halo 5, was wir gezockt haben, im Stream, war es so, ich habe mich gegen Ende hin so leicht dran gewöhnt gehabt, aber einfach sobald die X-Achse wieder invertiert ist, ist es viel einfacher, es ist viel angenehmer, es macht viel mehr Spaß und ich komme viel mehr damit klar, weil einfach das Mindset ein ganz anderes ist. Naja, auf jeden Fall, ich wollte eigentlich mehr dazu machen, ich wollte auch ein paar Demos machen, wie man die Software einrichtet etc., aber das Problem ist, ich habe nichts gefunden, darum dachte ich, ich nutze mal ein paar paar Followers, die ich habe, der paar Views, die ich habe. Vielleicht hat jemand eine Idee für eine Software, die virenfrei ist, die man dafür verwenden kann, auch mit dem Elite-Controller. Und dann können wir darüber ein Follow-up-Video machen. Weil ich finde das mega spannend. Ich finde den Punkt, dass man die X-Achse in der Microsoft Xbox Zubehör-App nicht steuern kann, eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, warum sie das nicht machen. Weil ich fände das mega gut. Wenn man es über den Controller macht, hast du ein zweites Profil, X-Achse invertiert, das ist gut. Weil es passt doch nicht zu allem. Also das muss man auch fairerweise dazu sagen. Es ist auch tatsächlich immer so ein Stück weit gameabhängig, was man wie macht, was man wie steuert. Aber normalerweise alles, was Shooter ist, was Third Person ist, was Kamerasteuerung im Allgemeinen ist, brauche ich es invertiert. Wenn ich mit dem linken Stick irgendwas anderes steuere, zum Beispiel, wenn ich die Bewegung steuere, dann habe ich da ein Problem. Ich bin mir gar nicht sicher, ist der linke Stick oder der rechte Stick eigentlich? Jetzt bloß gegen Ende des Videos hin. Womit laufe ich denn eigentlich? So, nachdem ich kurz mal mein Hirn gesammelt habe. Ich rede vom rechten Stick, nicht vom linken Stick, vom rechten. Weil der rechte Stick macht die ganze Kamerasteuerung. Das ist das Problem. Wenn du einen Controller verwendest, und du einfach so komplett auf Autopilot gehst. Kennt ihr das? Wenn ihr einfach sagt, okay, gib mir einen Controller, klackle, ihr macht das einfach ohne Probleme. Ihr müsst gar nicht nachgucken, ihr wisst, wo die Tasten sind. Ihr macht das alles komplett automatisch. Und dann fragt dich jemand oder machst du ein Video und denkst drüber nach. Und du weißt es gar nicht, weil du so viel einfache Muscle Memory drin hast. Weil du klack, 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 alles gar kein Problem. Nee, aber ist der rechte Stick. Aber sei es wie es sei, bei beiden Sticks kann ich die X-Achse nicht invertieren. Und ja, wenn jemand eine Lösung dafür hat, schreibt es gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht können wir ein schönes Community-Projekt daraus machen. Die Minderheit der X-Achsen-Invertierer schließt sich zusammen und ja, startet die große Revolution, dass X-Achsen-Invertieren cool wird. Ja, weil ich finde das mega logisch. Also, keine Ahnung, vielleicht hat jemand da einen
einen Input noch für mich, weil es wird immer alienisiert. Auch in den Streams macht sich mir jeder darüber lustig, dass meine X-Achse invertiert ist, gerade beim Umschauen. Ich finde, es macht vollkommen Sinn. Es ist vollkommen realistisch, dass das sinnig ist, aber vielleicht... schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, würde mich interessieren. Schreibt auch gerne euer Feedback in die Kommentare. Schreibt die Software rein, die ihr vielleicht findet, wenn das Ganze funktioniert ist. Wie gesagt, ich schaue mir das Ganze an, softwaremäßig. Ich werde das Ganze testen, ob die Software virenfrei ist, dass man zumindest mal grob sagen kann, ja, da gibt es keine Viren drin oder nicht, ja oder nein, dass das safe natürlich ist. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten auch gerne natürlich Daumen nach unten mit Feedback, was ich besser machen kann, soll, darf. Das war's dann mit dem Video tatsächlich schon. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Aber ich dachte, ich mache mal ein Video dazu, weil dann muss ich es im Stream nicht immer erklären, sondern ich kann einfach auf das Video verlinken. Damit kriege ich Klicks und hoffentlich Follower. Und ja, ich hoffe, ich nehme auch jedem so, jeder, der sagt, X-Achse ist invertiert, ihr seid nicht alleine draußen, es gibt mehr Leute, die die X-Achse invertieren. Es ist nur schade, dass es von Microsoft nicht direkt implementiert ist in den Controller oder auch nicht jedes Game supportet, aber ist eine andere Geschichte. Jetzt aber auf jeden Fall, lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Einen schönen Sonntag noch, vielleicht sieht man sich auf Twitch oder auf meinem Gaming- oder Overwatch-Kanal. Links in der Videobeschreibung. Kommt auch im Discord vorbei, ist auch der Link in der Videobeschreibung unten, würde ich mich sehr freuen. Und jetzt einen schönen Sonntag noch und bis nächste Woche dann. Tschüss!